dann bläst die kleine Urwaldschönheit das Feuer an. Und als sie wiederkehrt, ist wieder ein wichtiger Abschnitt im Alltag der Waldfrau vollendet. Sie hat fertige Koch- und Aufbewahrungstöpfe aus dem Material der Wildnis geschaffen, die sie nun befähigen, die Beute der Männer, Fisch und Wild über dem Feuer zu kochen. Indessen hockt Winnetou in seinem Haus und bemalt eine große Holzscheibe mit bunten Erdfarben, die er am Ufer des Flusses selbst gewann. Mit einem Pinsel aus Menschenhaar trägt er von seiner Palette, einem flachen Stein, die Farben zu seltsamen Tiergestalten auf den schwarz gebrannten Brettuntergrund auf. Mythologische Tierfiguren malt er aus seinen Farbtöpfen, die neben ihm stehen. Verkörperungen des Bösen, wie der Raubfisch Piranha hier oder der doppelköpfige Jaguar oder des Guten, wie die zwei weißen Reiher. Der Häuptling des Dorfes sitzt draußen und kämmt Pflanzenfasern durch, die er von selbst gezogenen Pflanzen gewinnt. Er rollt die Fasern zu einzelnen dünnen Strängen zusammen und benutzt dazu den Ballen der Hand und den Oberschenkel. Dann ordnet er die vier Stränge und mit einem schnellen Griff dreht er sie zu der unzerreißbaren Bogensehne zusammen, knüpft sie am Bogen fest. Die Waffe des Urwaldjägers ist fertig. So liegen wir Monat für Monat jetzt mit den Waldmenschen auf Jagd in den Wäldern und auf den Dschungelflüssen. Da kommt Gerd Kahle von einem Jagdzug mit Winnetou heim, mit einer riesigen Beute im Einbaum, einem Tapir, dem größten Wild der Amazonaswälder. Aber der Kopf ist völlig zerfressen von den Raubfischen, den Piranhas, denn er war schwimmend erlegt worden und untergegangen nach dem Schuss. Grässliche Fraßwunden. Diese gefräßigen Fischbestien sind die Geißel dieser Tropenströme. In Schwärmen stürzen sie sich auf ihre Beute. Ihr messerscharfes, von unheimlich starken Kaumuskeln bewegtes Schneidegebiss vermag mit einem Zubeißen einen menschlichen Finger abzutrennen. Aber diese Fischteufel gehen offenbar nur an verletzte Tiere, deren Blut ins Wasser gelangt. Hier hat der Einschuss der Büchsenkugel, die wir jetzt in dem Schädelknochen des Tapirs wiederfinden, die Räuber angelockt. Wenige Tage später überraschen wir einen Spießhirsch, der den Fluss überquert, unbelästigt durch Piranhas. Fangschuss, blitzschnell heraus mit der Beute. Wir haben wieder Fleisch nach 4 Hungertagen. Kostbare Seltenheit, ein Weißkopfaffe mit schneeweißem, rundem Gesicht und langem, zottigem Pelz. So selten, dass wir nur 8 Tiere dieser Art in 1,5 Urwaldjahren erbeuten können. Ein junges Eichhornäffchen. Unsere Hunde sind schon affenfromm, sie tun ihm nichts. Wenn wir junge Tiere fangen, versuchen wir stets, sie aufzuziehen. So auch 2 junge Klammeraffen, die aber eines Tages sich selbstständig machen und es ablehnen, aus den Lagerbäumen wieder auf unseren menschlichen Erdboden herunterzukommen. Am 3. Tage versucht ein Indianer, sie einzufangen. Da oben sitzt einer der Ausreißer. Mit einer langen Stange versucht der Indianer, ihn auf die niederen Büsche hinunterzujagen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Der Affe begibt sich in die äußersten dünnen Zweige, immer mit seinem Greifschwanz mitzugreifen. Dann kommt einem Mischling der erlösende Gedanke. Er lockt die ausgehungerten Affen mit der Banane aus dem Urwald.
Schlangenalarm. Von unserer Badefelsbank will eine Schlange, die sich sonnte, ins Wasser fliehen. Wir werfen sie mit langen Stöcken zurück, denn jedes Tier in diesem unerforschten Land ist ja von unschätzbarem Wert für unsere wissenschaftliche Sammlung. Wir haben das Tier im Genick, so dass es nicht beißen kann, denn wir wissen noch nicht, ob es giftig ist. Alkoholbüchse her. Da erwachen noch einmal schwach die Lebensgeister im Alkohol. So, immer mit der Ruhe, vorsichtig, dann mit einem Ruck, wir haben sie. Im dichten Unweit des Lagers entdecken wir plötzlich auf einem Jagdzug hoch oben in einem Baum hängend ein Faultier. Im Zeitlupentempo seiner trägen Bewegungen hangelt es dahin. In aller Eile richten wir das große Teleobjektiv auf diesen abenteuerlichsten Baumbewohner Amazoniens. Wir wollen den Ast abschießen, an dem es hängt. Aber es hat sich schon wieder festgekrallt an anderen Zweigen. Ein Kerl muss raufklettern. Er traut sich in das dichte Dschungel nicht hinein. Fürchtet Vogelspinnen oder Giftschlangen. Hilft alles nichts, wir wollen das Faultier lebend haben. Faultiere kann man nämlich nicht fangen und auch nicht schießen. Faultiere muss man pflücken. Sie können nicht fliehen, so träge und langsam sind sie. Aber sie krallen sich so fest in das Gezweig, dass alles Schütteln fruchtlos bleibt. Wie einen Pflaumenbaum schüttelt der Kerl den Ast. Hilft alles nichts. Ein Messer muss hinaufgereicht werden. Und nun schlägt der Mann den Ast mitsamt dem Faultier ab. Endlich hatte das Faultierweibchen heraus. Wirft es auf einen Grashaufen hinunter. Und da liegt nun diese Baumdame zum ersten Mal in ihrem Leben parterre. Schaut verwundert aus dieser rätselhaften Perspektive in die Welt. Will fliehen zum nächsten Baum. Da packt sie eine Faust und steckt sie in den Sack. Sie will nicht hinein, aber sie muss. Nun nehmen wir sie mit ins Lager. Und da sieht man nun, wie solch ein typisches Baumtier auf der Erde völlig hilflos dahin riecht und trübe um sich blickt, voller Sehnsucht nach einem Baum. Wenige Wochen später hat sie uns im Lager ein Junges geboren. Da hängt Baby an der Brust der Mutter, die hier an der Kletterstange vormittags ihre Spaziergänge macht. Der Kopf ist um 180 Grad gedreht, Bauch nach oben, Kopf richtig herum. So hangelt das Faultier durch die Urwaldbäume seiner Tropenheimat. Ein Baumherr, den wir einige Tage später fingen, schlägt ungalant, voll brutaler Rücksichtslosigkeit über die Genossin hinweg den Weg zu dem erstrebten Baum ein. Im Laufe der Wochen wächst Baby heran. Es kann sich schon allein an der Kletterstange halten und ist genauso träge und langsam wie seine Mama. Aber der erste selbstständige Klimmzug gelingt schon. Zwar rutscht es ab, aber es hält sich. Klimmzug mit Kind am Bauch. Schwierig. So, noch ein Zahn, es gelingt. Und nun ist unsere Baumdame der Großaufnahmen müde. Eine Riesen.